Trotz Köhlers Wunsch nach einem gemeinsamen Abendmahl der Konfessionen ist dies für den Ökumenischen Kirchentag nicht geplant. Katrin Göring-Eckardt, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und Bundestagsvizepräsidentin, sieht das aber nicht als ausschlaggebend. Mein Kollege Tobias Greilich hat mit ihr über den Ökumenischen Kirchentag gesprochen. In München findet jetzt der zweite Ökumenische Kirchentag statt. Was ist ökumenisch an diesem Kirchentag und warum ein solcher Kirchentag? Also ökumenisch zum Beispiel als allererstes Mal war die lange Vorbereitung, die sehr viel Freude gemacht hat, die auch manchmal dazu geführt hat, dass man sich gegenseitig angeschaut hat und drei Fragezeichen im Gesicht hatte. Aber wir haben zusammen vorbereitet, wir haben ein wunderbares Fest gemeinsam organisiert, ein Glaubensfest, ich glaube, das kann man sagen. Und München wird ein Zeichen dafür sein, dass Christinnen und Christen, evangelische, katholische, orthodoxe Freikirchen gemeinsam feiern können. Das ist auf jeden Fall ökumenisch. Und dann natürlich die gemeinsame Tischfeier, die Artoklasie, die orthodoxe Tischfeier, mit der wir zeigen, dass wir als Christinnen und Christen gemeinsam am Tisch sitzen, beten können. 1000 Tische werden das sein. An jedem Tisch passen 10 Menschen. Wahrscheinlich wird es mehr als die Speisung der 10.000 sein. So viel Freude, wie das schon in der Vorbereitung gemacht hat. Kritiker wie der Wittenberger Theologe Friedrich Schorlemmer wollen den Kirchentag boykottieren, weil er angeblich die Ökumene nicht vorantreibt. Wie kann der Kirchentag dazu beitragen, dass beide Konfessionen enger zusammenrücken? Also ich weiß nicht, ob Friedrich Schorlemmer da in jeder Hinsicht richtig verstanden worden ist. Er hat sich ja unter anderem bei der Abendmahlsfrage aufgehalten. Und ich glaube, dass wir da ganz ehrlich miteinander sein müssen. Solange wir theologisch nicht einig darüber sein können, gemeinsam Abendmahl, Eucharistie miteinander zu feiern, ist es ein Gebot des sich gegenseitig ernst nehmens, wertschätzens, dass wir das nicht tun. Und ich bin ganz sicher, dass der Ökumenische Kirchentag an ganz vielen Stellen ökumenisches Handeln deswegen voranbringt, weil man voneinander lernt, weil man hört, was ökumenisch geht, von anderen hört, weil Jugendliche miteinander feiern werden, Konfirmanden und Firmlinge am Konfirmlingstag. Die werden wahrscheinlich nicht als erstes fragen, an welche Kirche die Steuer ihrer Eltern geht, sondern wahrscheinlich werden die einfach miteinander feiern und vielleicht dann irgendwann mal fragen, wie macht ihr das eigentlich und warum? Welche Impulse erwarten Sie sich von diesem Kirchentag und werden solche Events dazu beitragen, dass die beiden großen Kirchen sich mehr annähern? Das glaube ich schon. Schon allein die Gespräche, die im Vorfeld geführt worden sind, die Gespräche, die auf dem Ökumenischen Kirchentag stattfinden werden, in Diskussionen, in Bibelarbeiten, in Predigten, da wird ganz, ganz viel an Annäherung, an weiterer Annäherung natürlich passieren. Es wird aber auch ein Fest des Glaubens sein und es wird auch Ausstrahlung vor allen Dingen nach außen haben. Wir werden zeigen, dass wir als Christinnen und Christen in dieser Gesellschaft leben, gesellschaftliche Fragen stellen, die auch laut stellen, auch deutlich Forderungen stellen. Aber wir werden auch erkennbar sein als Menschen, die in ihrer Frömmigkeit leben und die mehr als gesellschaftliche Fragen bewegen, nämlich die Fragen, die das Evangelium uns stellt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das deutlich machen. Vielen Dank. Danke Ihnen.